Jetzt geht's los. Das BSC-Verhör wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Servus, Betty. Servus. Das Landeskriminalamt Steiermark, mit dem wir eng zusammenarbeiten, hat uns den Fall übertragen. Kurz vorweg, du kannst als Beschuldigter die Aussage verweigern und es steht dir natürlich frei, ob du dich gegenüber uns äußern möchtest. Hast du das soweit erstmal verstanden? Habe ich verstanden. Also, dir wird vorgeworfen, dass du am Montagabend gegen 22.10 Uhr für ein Erdbeben im Umkreis der Schüko-Arena verantwortlich gewesen bist. Was sagst du zu dem Vorwurf? Ja, war ich wohl verantwortlich. Habe mein erstes Tor in dieser Saison geschossen. Freut mich, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen konnte. In der letzten Minute war, glaube ich, also hochverdient für uns, glaube ich. Wäre natürlich mehr drin gewesen, aber haben wir uns, glaube ich, für Bochum aufgespart. Des Weiteren wirst du beschuldigt, innerhalb von nur 90 Minuten 103 Pässe an den Mann gebracht zu haben. Und an dieser Stelle müssen wir wirklich sagen, Identitätsbeschaffung ist kein Kavaliersdelikt, Pretty. Ja, da waren auch viele Pässe quer dabei, weil Bochum sehr tief gestanden hat. Da wollten wir, nicht Bochum, Pauli sehr tief gestanden hat. Und, verdächtig. Ja. Und da wollten wir den Gegner locken, aber die haben sich nicht locken lassen. Die standen sehr defensiv sehr, sehr gut. Deswegen haben, glaube ich, Brian, Salgi und ich sehr, sehr viele Ballkontakte gehabt und ja. Welche Nationalitäten hast du so im Angebot, wenn man bei dir einen Pass haben möchte? Alles dabei. Alles dabei? Alles dabei. Okay. Du wurdest in der Vergangenheit in der DSC-Kabine auch wieder immer wieder mit falschem Namen angesprochen. Was hat es mit Hans auf sich? Da müsst ihr mal den komischen Schweizer da fragen. Den Cedric? Den Cedric. Okay. Der kann euch da, glaube ich, mehr Auskunft geben als ich. Ja, bevor wir das Verhör hier gleich beenden, brauchen wir noch einmal deine Stirnabdrücke, da wir auf dem Ball, mit dem du den Treffer erzielt hast, Schmauchspuren vermuten. Würdest du bitte einmal den Ball mit der Stirn streifen, so wie du ihn am Montag getroffen hast? Und zwar auch so, dass man die Spuren erkennt. Ja, hallo? Festival? Fahndungsfotos? Ja, ich gebe das an die Kollegen aus Bochum weiter. Danke, bis dann, ciao. Preeti, mich erreichte gerade die Nachricht, dass du in der Vergangenheit wohl öfter auch auf Festivals zugegen warst. Was hat es damit auf sich? Es gab auch eine Zeit, bevor ich Profi wurde. Ich wurde ja ziemlich spät Profi. Mit 19, glaube ich, erst. Und ja, ich habe halt auch ein Leben davor gehabt. War auch auf fast jedem Festival, was im Umkreis von, keine Ahnung, 100, 200 Kilometer von mir war. War eine schöne Zeit. Kann auch sagen, dass ich gelebt habe. Schöne Eindrücke. Und ja, ich war fast auf jedem Electric Festival. Ich war auf Spring Break. Ich war ja hier und da mal. Und ja, war schon eine coole Zeit. Aber geht halt jetzt nicht mehr, ne? Ja, klar. Aber warst du da, um der Musik quasi zu folgen oder hast du da auch wieder deine Pässe an den Mann gebracht? Rein um die musikalische Richtung und ja, bin ein bisschen Fan von Electric Music und Electric House. Okay. Gefällt mir schon sehr und ja. Besser habe ich nicht an den Mann gebracht dort. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Die letzte Frage, ich hatte gerade die Kollegen aus Bochum an der Strippe. Was erwartest du für Freitag? Was erwartet uns an der Castroper Straße? Ja, ich glaube, dass Bochum das System umgestellt hat. Die spielen im 4-4-2 Raute. Guter Gegner. Bochum ist jedes Jahr, glaube ich, gefährlicher Gegner. Die Duelle Bielefeld-Bochum kennt, glaube ich, jeder. Da geht es zur Sache. Wir wollen natürlich unser Spiel den Gegner aufzwingen, unser Ballbesitzfußball. Ja, und wollen natürlich dann in der Offensive unsere Chancen dann besser nutzen und unseren ersten Sieg dann einfahren. Okay, also wir würden dich vorerst laufen lassen. Eddie hat dich ja, glaube ich, im letzten Spiel, was die Laufleistung angeht, sogar überholt. Deswegen müssen wir uns keine Gedanken machen, wenn wir dich jetzt laufen lassen, richtig? Das ist gut, ja. Okay.